Gewöhnt ist sich das Londoner Taxi an überfüllte Strassen und Stau. Hier in Zappenzell darf es die Leute als Publikum von Tür zu Tür fahren. Das Postauto wird für 3 Wochen getestet und für den Landamen Roland Thaler muss sich es noch unter Beweis stellen. Wenn Sie mit einem grossen Bus halt irgendwo in die abgelegenen Regionen fahren, wo Sie halt schmale Strössli haben, dann ist der sicher besser. Was er jetzt erst noch beweisen muss, ist auch die Wintertauglichkeit. Wir haben natürlich manchmal bei uns ja, Schnee oder rutschige, nasse Strassen. Es ist kein Allradfahrzeug, das hätten wir jetzt noch gehen können. Ob es auch mit dem Appenzeller Winter zu Schlag kommt, wird sich noch zeigen. Aber einen Vorteil gegenüber seinen grossen, gelben Brüdern hat er, erklärt Marianne Kuhn von Postauto Ost. Es ist sicher effizienter als die Kleinbusse, die wir bis jetzt im Einsatz haben. Und es hat vor allem noch einen grossen Vorteil. Es ist nämlich elektrisch, also Elektromobilität, wo wir da einen Schritt gehen können, wo wir ökologischer unterwegs sind. Ökologisch mitfahren können auch Rollstuhlfahrer, weil der Londoner hat eine ausklappbare Rampe. Über die können auch Leute, die nicht mehr gut zu Fuß sind, einsteigen und auf einen ausfahrbaren Stuhlplatz nehmen. Dafür hat er aber nur 6 Plätze. Vom Elektromotor ist der Landamme aber überzeugt. Es ist ein ruhiges Fahrzeug, durch den Elektromotor hört man eigentlich fast nichts. Man kann die Natur geniessen, hat ein Panoramadach, schöne Fenster auf allen Seiten. Und was auch noch schön ist, hat ein bisschen Puff. Also das Fahrzeug fährt richtig schnell auch. Man kann sehr gut reisen mit dem. Eine Proberunde mit dem kleinen gelben Flitzer können die Appenzeller an der Kilbe vom 25. bis zum 27. September drehen.